Das sind Stilfragen. Wissen Sie, wir machen nur den Anfälle, dass wir so quasi, wenn wir etwas als Stilfrage deklarieren, dass wir dem Ganzen so quasi eine sekundäre Bedeutung geben. Es können Stilfragen entscheidend sein, auch beim Untergang einer Demokratie. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der ehemalige ÖVP-Politiker Heinrich Neisser. Er war Staatssekretär, Minister und ehemaliger zweiter Nationalratspräsident. Mit ihm spreche ich über die ÖVP, ihren aktuellen Hang zum Rechtspopulismus, ihren Egoismus gegenüber dem Friedensprojekt Europa und über eine Parteispitze, die sich nicht länger über Inhalte, sondern Entertainment definiert. Aber zuvor gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. Angelika von Missing Link weiß mehr dazu. 81% der Österreicherinnen und Österreicher sind an Regionalität und regionalen Lebensmitteln interessiert. Sogar 88% sind überzeugt, mit dem Kauf regionaler Produkte kleine Betriebe zu fördern. Und damit liegen sie völlig richtig. Lebensmittel aus der Region überzeugen in vielerlei Hinsicht. Erstklassige Qualität, kurze und klimafreundliche Transportwege und Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Die Initiative Das ist Österreich gibt Tipps und Tricks, wie ihr eure regionalen Einkäufe noch leichter gestalten könnt, auf welche Kennzeichnungen und Gütesiegel ihr achten solltet und liefert darüber hinaus interessante News aus der Branche. So könnt ihr auf dieser Website nachlesen, wieso der Kauf von 20% mehr regionalen Lebensmitteln 46.000 Arbeitsplätze sichert und 4,6 Milliarden Euro mehr regionale Wertschöpfung bringt. Als Nebeneffekt schont der Kauf regionaler Lebensmittel die Umwelt durch kürzere Transportwege und reduziert die Abhängigkeit von Importen. Auf der Website der Initiative Das ist Österreich könnt ihr euch auf einer digitalen Genusslandkarte einen schnellen Überblick verschaffen, wo es in eurer Nähe regionale Produkte zu kaufen gibt, ihr regionale Speisen konsumieren könnt oder welche Genusserlebnisse, wie zum Beispiel eine Schaukäserei, eure Region bietet. Das ist Österreich ist eine Initiative des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus und der Bundesländer. Alle Infos zu Das ist Österreich auf www.das-ist-österreich.at. Ist mit Doppel-S. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Hallo Herr Neisser, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Bevor wir beginnen, gibt es bei Ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Das ist bei uns ganz schnell, wir kennen einander nicht. Der zweite Teil ist dieses Mal ein bisschen länger und ist eigentlich auch der Grund, warum ich mit Ihnen sprechen wollte. Und da geht es um die Frage der Parteizugehörigkeit. Ich könnte da eine schnelle Einführung machen und Sie ergänzen dann, sobald ich etwas ganz Wesentliches vergessen habe. Der breiten Öffentlichkeit sind Sie bekannt als ÖVP-Politiker. Sie waren Staatssekretär unter Josef Klaus in der letzten ÖVP-Alleinregierung, später auch Minister unter Franz Vranitzky, ÖVP-Klubobmann und als letzte Station in Ihrer aktiven politischen Karriere bis 1999 waren Sie zweiter Nationalratspräsident. Danach forschten und lehrten Sie über die europäische Integration an unterschiedlichen Universitäten, unter anderem an der Universität Innsbruck. Und zuletzt berieten Sie auch die NEOS in Europafragen. Soweit, so gut? Ja, ja? Das ist in Kürze. In Kürze. Dann gehen wir gleich ins Gespräch. Also ich habe mich extrem auf dieses Gespräch gefreut, weil ich immer schon mit Ihnen sprechen wollte und grundsätzlich mit jemandem reden wollte, mit dem ich den Zustand der ÖVP sezieren kann. Vor allem mit jemandem, der die Partei so gut kennt wie Sie, also über diesen langen Zeitraum und auch in den unterschiedlichen Positionen, die Sie inne hatten. Und vor allem, weil Sie auch in den vergangenen Jahren immer wieder die aktuelle ÖVP-Spitze ganz offen auch kritisiert haben, wenn Sie den Eindruck hatten, dass Sie eine falsche Abzweigung nehmen. Und zuletzt war das der Fall, als Bundeskanzler Sebastian Kurz
die Justiz, also die Korruptionsanwaltschaft, in einem öffentlichen Brief kritisiert hat, nachdem sie bei Gernot Blümel, dem Finanzminister, eine Hausdurchsuchung durchgeführt haben. Bevor wir auf diese Detailfragen eingehen, wollte ich Sie grundsätzlich fragen, wenn Sie heute nochmal 26, 27 Jahre alt wären, würden Sie sich der Bewegung Kurz anschließen? Ich glaube nicht, das kann ich verneinen, ob zwar diese Fragen natürlich immer ein Problem sind, weil sie beziehen sich auf eine Zeit, die völlig andere Rahmenbedingungen hatte und die völlig anderen Umständen, von anderen Umständen geprägt waren. Aber ich glaube, ich kann es deshalb nicht. Aber das, was ich jetzt sage, ist natürlich auch bestimmt durch meine Tätigkeit, meine politische und durch meinen Rückblick. Für mich war Politik immer eine primär inhaltliche Frage. Das heißt, also, es geht um die Gestaltung der Gesellschaft, es geht um die Gestaltung von Lebensräumen. Und für mich war das Entscheidende eigentlich immer der Inhalt. Ich bin nicht in die Politik gekommen, weil ich lernen wollte, wie man politisch verkauft oder was das Typische des Politikers ist, sondern ich bin immer hin in die Politik gegangen als einer, der in der Politik einen Bereich gefunden hat, wo man eine Reihe von Problemen findet, mit denen man sich auseinandersetzen muss und diese Probleme auch eine besondere Art der Stellungnahme und des Nachdenkens und des Analysierens verlangen. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Ich habe natürlich einen politischen Hintergrund gehabt, wenn ich das so sagen darf, aber der war gar nicht eindeutig ÖVP-orientiert, sondern mein Vater war Beamter, hat eine konservative Gesinnung gehabt. Ich war Hochschulpolitiker, das war meine erste politische Erfahrung, die ich hatte, und war in diesem Zusammenhang auch also Teil einer konservativen Studentenvertretung. Und sonst habe ich eigentlich keine Prägung von vornherein gehabt, die mich eigentlich verpflichtet hat oder der ich mich verpflichtet gefühlt habe, zu einer politischen Partei zu gehen. Ich war eher parteilos, ich war auch nicht bei der ÖVP, als mich der damalige Bundeskanzler Klaus eingeladen hat, sein Mitarbeiter zu werden. Das hat am Anfang ganz gut funktioniert alles, weil Klaus war, und das ist für mich ein unverzichtbarer Teil der Erinnerung an ihn, war eigentlich ein sehr liberaler und offener Mensch. Wenn ich diese Offenheit und diese Liberalität nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich erstens nie zur ÖVP gegangen und zweitens auch gar nicht in der Politik geblieben. Sie haben gemeint im Vorgespräch, dass der Herr Klaus Sie mehr oder weniger dann gedrängt hat aufgrund des Umfelds, dass Sie dann doch der ÖVP beitreten, weil nicht gern gesehen wurde, dass da ein Berater und ein Staatssekretär da herumfleucht, der eigentlich nicht Teil der Familie ist. Ja, das ist es ja. Das ist es. Das war damals natürlich, ich glaube, es hat sich heute auch nicht geändert, aber damals war es natürlich für den Kern einer Partei und vor allem für die Stammwähler unvorstellbar, dass da eine Regierung sitzt, der nicht bei der ÖVP ist, der noch dazu gemessen an den damaligen Altersstrukturen ein Junger war. Es hat genügend in der Partei gegeben, die sich aufgeregt haben, dass der Bur, Wiener Jargon kennen Sie ja, dass der Bur da überhaupt jetzt in Erscheinung tritt und tätig ist. Also da gab es eine Reihe von Widerständen und Schwierigkeiten, aber das hat diese Offenheit und das Josef Klaus, der geglaubt hat, ich kann ihm was beitragen. Ich glaube, ich habe ihm nicht enttäuscht, denn ich habe auch später von ihm noch sehr viele Zeichen seiner Unterstützung und seiner Sympathie erhalten. Aber das war für mich ganz wesentlich. Und es hat auch einen zweiten Menschen gegeben,
der mir dann den Einstieg in die Politik überhaupt ermöglicht hat, institutionell, indem ich ein Nationalratsmandat bekommen habe. Das war der frühere Präsident der Industriellenvereinigung, der hieß Hans Igler, war ein alter, verlässlicher Mitarbeiter des Julius Raab, aber auch ein ganz offener und liberaler Mensch, und der hat es dann zustande gebracht, dass in einem eigenen Arrangement mir die Kandidatur in Wien ermöglicht wurde, und die war, nicht alle wollten es so, glaube ich, aber die war damals sehr erfolgreich, so dass ich im Jahr 1975 in den österreichischen Nationalrat eingezogen bin. Mhm. Daraus resultiert auch meine Verbindung zu zwei Bereichen, die ich dann in der ÖVP später natürlich auch intensiviert habe, weil irgendwie passt man sich ja an die Neutralität an. Entschuldigen Sie, nicht an die Neutralität, sondern an die Aktualität. Und das war auf der einen Seite, ich bin dann Mitglied des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes geworden. Das war sozusagen meine geistige Ausgangslage. Ich habe schon damals in einer besonderen Weise realisiert, dass wir uns auf einem Weg in die Arbeitnehmergemeinschaft und Gesellschaft befinden, und dass das für die Politik eine große Herausforderung ist. Und das war dann später, ich bin dann später auch zum Wirtschaftsbund gegangen. Also eine etwas für manche vielleicht groteske Situation beim Einstieg in die Politik, bei keinem Teil der ÖVP und beim Ausstieg aus der Politik dann bis heute Mitglied von zwei Organisationen der ÖVP, die sich allerdings in der Zwischenzeit auch ganz erheblich geändert haben. Sie gelten noch irgendwie als so eingefleischter Parlamentarier, also dem das, also vor allem die politische Kultur im Parlament wichtig war. Wenn Sie sich jetzt die ÖVP-Spitze anschauen, inwieweit haben Sie den Eindruck, dass der Parlamentarismus tatsächlich ernst genommen wird? Also wenn man sich das Verhalten von eben Gernot Blümel im Untersuchungsausschuss anschaut, wo er sich an nichts erinnern kann, behauptet, keinen Laptop zu haben, beziehungsweise seinen Laptop Gassi schickt. Sebastian Kurz, ähnliches Verhalten. Also inwieweit werden diese Kontrollinstrumente des Parlaments von der ÖVP ernst genommen? Da möchte ich zunächst eine allgemeine Bemerkung machen. Die Pandemie hat sehr deutlich gezeigt, dass eigentlich der Parlamentarismus, oder man muss besser sagen, die Institution des Parlamentarismus, die Parlamente, in vielen politischen Systemen durch die Ereignisse marginalisiert werden. Sie werden zurückgedrängt. Das liegt zum einen in der verständlichen Tatsache, dass eine Epidemie und eine Krisensituation in erster Linie eine Herausforderung für die Regierenden bedeutet, dass die Exekutive sozusagen das dominante Element ist. Und dass man das Parlament zum Teil eher als Störenfried betrachtet oder so nebenbei. Das finde ich für sehr bedauerlich, weil das, und das ist eine Entwicklung nicht nur in Österreich, das möchte ich sagen, sondern auch in anderen Ländern, das Parlament eigentlich vom Konzept der Demokratie her, der repräsentativen Demokratie her, auch ein zentraler politischer Entscheidungspunkt sein sollte, der nicht nur Gesetze formell absegnet oder nicht absegnet, sondern der in dem es Kernpunkt politische Entscheidungen und Direktiven gegeben werden. Das ist ein Wunschdenken, und daher, ich habe mich in meinem Leben daran gewöhnt, und die Vorstellung, ob zwei eigentlich, glaube ich, am meisten über den Parlamentarismus geschrieben habe und auch viel geredet habe, dass es sich hier immer um einen Idealtypus handelt, den man anstreben sollte. Jetzt aber zurück zur Wirklichkeit natürlich. Das ist in Österreich ist es auch so. Das ist die großen Koalitionen oder eigentlich überhaupt alle Koalitionen, die wir in diesem Land hatten, haben dazu beigetragen, dass Fraktionen im Europäischen Parlament eigentlich immer nur als Erfüllungsgehilfen der Regierung, der Partei, für die sie im Parlament sitzen, sich ansehen. Und das widerspricht meiner Vorstellung des Parlaments. Ich habe das auch
mehrfach gesagt und geschrieben. Ich habe für den autonomen Abgeordneten plädiert. Ich weiß, dass ein Abgeordneter natürlich, wenn er von einer Partei aufgestellt und gewählt werden soll, eine grundsätzliche Verpflichtung einer Solidarität und einer Zugehörigkeit zur Partei hat. Nicht? Er muss natürlich auch ihr Programm mitvertreten, er muss ihr Programm umsetzen, er muss auch so quasi in den großen Linien sich bemühen, hier mitzutun und das auch aus Inneren mit zu entscheiden. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess, weil man oft ganz unterschiedliche Vorstellungen hat, auch von den Problemen, nicht? Daher glaube ich, ist eines wichtig, ich habe immer darauf Wert gelegt und das freut mich, weil man mir das zumindest auch von Außenseite bestätigt hat. In meinem Club, wie ich Clubobmann war, die offene Diskussion im eigenen Club. Das ist das ganz Entscheidende. Ich kann nach außen hin eine Parteilinie, von der ich gar nicht überzeugt bin, vertreten, wenn ich die Möglichkeit gehabt habe, einen kontroversiellen Dialog zu führen und das zu machen. Wenn ich den nicht mehr habe, dann wird das Parlament wirklich bedeutungslos. Und für mich ist der Eindruck, entsteht, wird immer stärker, dass das Selbstverständnis der Parlamentarier schon heute nur darin besteht, so quasi jetzt Erfüllungsgehilfen der Regierung auf der parlamentarischen Ebene zu sein. Mhm. Das ist das ein Punkt. Und einen zweiten, und damit komme ich auch zu einem Thema, das mich seit meines Lebens beschäftigt hat, bis heute noch sehr stark, das ist die Frage des Wahlrechts. Mhm. Ich glaube, dass die Gestaltung des Wahlrechts jetzt nicht so sehr von dem immer umstrittenen Thema Mehrheitswahlrecht oder Verhaltenswahlrecht, sondern Persönlichkeitswahlrecht, dass das Wahlrecht eine entscheidende Rolle spielen kann, ob sie jetzt individuelle, autonome, verantwortungsbewusste Menschen hereinbringen oder nicht. Ob sie von Anfang an so quasi ein Wahlrecht haben, dass ihnen die, verzeihen Sie, ich sage das jetzt gar nicht abschätzig, aber diese Sekretärsgesellschaft nicht mehr legitimiert, die durch die Partei halt in die Parlamente kommt. Das ist ein ganz entscheidendes Problem. Das hat viele andere besondere Perspektiven, wie wenig Unternehmer im Parlament sitzen, die Verbeamtung der Parlamente, sind alles Dinge, die also seit Jahrzehnten diskutiert werden. Darin ist nichts geschehen. Der Kurz hat am Anfang sogar einmal den Eindruck erweckt, dass er in der Frage der Demokratiereform hier einen relativ offeneren Weg geht. Das ist alles dann verdrängt worden und spielt keine Rolle. Also das Wahlrecht ist... Bevor wir zum Wahlrecht kommen würden, ich würde gerne nochmal zu den vorhandenen Institutionen kommen, also und zu der Frage eben die Organe, die es im Parlament gibt, also eben Instrumente wie den Untersuchungsausschuss, wenn dort Politiker geladen werden, dass sie eigentlich... Ja, und das ist, schauen Sie, die Entwicklung der Untersuchungsausschüsse ist jetzt natürlich, das ist ein besonderes Kapitel. Wobei ich eines sagen muss, ich halte es für völlig absurd, jetzt so quasi zu verlangen, dass diese Institutionen wieder zurückgeführt werden. Ich glaube, wenn Sie sich die Geschichte des Parlamentarismus weltweit anschauen, spielen Untersuchungsausschüsse eine ganz entscheidende Rolle, weil sie ihnen die Möglichkeit geben, neben den Möglichkeiten einer rechtlichen Kontrolle in einer Demokratie, eine politische Verantwortung klarzulegen und offenzulegen. Und daher ist das ganz wesentlich und der Kampf um die Untersuchungsausschüsse in Österreich hat ja jahrelang gedauert, nicht? Weil es hat ja lange gedauert, bis der Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht eingeführt worden ist. Jetzt ist es da. Die Verfahrensordnung ist natürlich in vielen problematisch noch. Die kann man konkretisieren, die kann man veröffentlichen. Aber es handelt sich hier um ein Instrument, das für die Kontrollfunktion des Parlaments wahrscheinlich von einer essentiellen Bedeutung ist. Und jetzt möchte ich zum konkreten Fall zurückkommen. Ich saß selbst in 3 Untersuchungsausschüssen im Rahmen meiner parlamentarischen Tätigkeit, die immerhin auch von Bedeutung waren. Das ist... natürlich ist die Tendenz, dass man jetzt so quasi eine politische Show abzieht,
ist natürlich immer da, die war immer da. Aber wenn Sie im Rückblick schauen, haben eigentlich alle die Untersuchungsausschüsse nicht den großen Erfolg, aber einen kleinen Schritt einer Weiterentwicklung gebracht. Wir haben die Waffenexporte ins Ausland gehabt. Konsequenz war, dass man die Exportregelungen dann doch etwas geändert hat, dass es eine Diskussion darüber gegeben hat. Also so sehe das Problem des jetzigen Ausschusses ist in meines Erachtens darin, dass natürlich die Arbeitsaufträge, die Arbeitsthemen so formuliert sind, dass sie natürlich, dass die ins Uferlose gehen. Und sie geben die Möglichkeit natürlich aus jedem ein großes Spektakel zu machen. Das nützt der Opposition natürlich sehr. Und aber davon macht die Mehrheit natürlich auch Gebrauch. Und das, was ich halt wirklich, wirklich problematisch finde, ist eine immer stärker werdender Eindruck, dass man eigentlich das Parlament als Störfaktor empfindet und links liegen lassen will. Und das ist genau der Vorwurf, den ich dem Bundeskanzler Kurz aus mehreren Anlässen gemacht habe. Und es wäre eine Sache des Parlaments, wenn man das Interesse hat, dass das Parlament als selbstständige, einigermaßen unabhängige Institution in dieser Demokratie funktioniert, dass man hier auch seine eigenen Grenzen kennt und selbst sieht. Diese Debatte über den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses würde sofort zu lösen sein, wenn der Vorsitzende sagt, ja, nicht ist. Egal aus seiner rechtlichen Verpflichtung, ob es jetzt eine Befangenheitsregelung gibt oder nicht, auf das will ich gar nicht eingehen, aber dass man das Gespür hat, das geht nicht mit dieser Diskussion. Da kann nichts anderes herauskommen, als dass hier wieder ein Instrument den Eindruck hervorruft, es geht nichts anderes als der Parteikampf, der gegenseitige und der Kampf der Klüngeln gegeneinander. Das muss ich ja sehen als mögliche Gefahr, und zwar unabhängig zu welcher Partei ich gehöre. Aber dafür braucht es ja ein besonderes Gespür, also da müsste man ja so eine Art politische Kultur haben. Und Sie sagen schon, damit ist das Problem, weil, glaube ich, auch der heutigen Zeit angesprochen, wenn so quasi das Strafrecht allein die Grenze der politischen Ethik wird, dann ist das für mich bedauerlich und ja, nicht nur bedauerlich, sondern erschütternd, muss ich Ihnen wirklich sagen. Denn es gibt genau zwischen den Regeln, die das Strafrecht normiert und das, was im Gesetz drinnen steht und dem, was ich tun kann, aber nicht tun sollte, aus einer Empfindung heraus, aus einer Einschätzung, weil es der Demokratie nicht gut tut, weil es dem Parlament nicht gut tut. Es ist ja nicht so, dass wenn der Untersuchungsausschuss jetzt sozusagen im Lächerlichen landet oder so, dass das eine Sorge der Beteiligten ist, die da drinnen sitzen, sondern der Eindruck ist der, was braucht man das überhaupt? Braucht man überhaupt einen Untersuchungsausschuss? Das gehört ja alles weg. Die Abgeordneten sind nicht mehr in der Lage, hier quasi nach der Wahrheit zu forschen. Aber haben Sie den Eindruck, dass das Sebastian Kurz befeuert? Also ich erinnere mich, die Aussage auch mit dem Strafrecht, das hat er auch vor ein paar Jahren, als er in Deutschland bei Sandra Maischberger in der Sendung war und sie ihn zu Rechtsextremismus gefragt hat, hat sie ihm genau diese Antwort gegeben. Unsere Grenze ist das Strafrecht, alles andere fällt unter Meinungsfreiheit. Ja, das ist das Grundsätzliche. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches, ich will nicht sagen Missverständnis, sondern das ist ein Fehler, weil er das ja wohlwissend und absolut sagt. Ich meine, es gibt, ich will das jetzt nicht in eine juristische Diskussion hineinbringen, aber die Diskussion, dass es neben der rechtlichen Verantwortung eine politische Verantwortung gibt, die ist ja seit Beginn der Demokratie eigentlich im Gange und wichtig. Also das heißt, nicht nur der Politiker ist nicht nur verpflichtet, eigentlich das, was das Recht ihm gebietet, zu tun und zu beachten, sondern es gibt einen Freiraum, den er natürlich politisch machen könnte, aber den ich nicht mache. Das fängt an bei der Wortwahl, das sind Stilfragen. Wissen Sie, wir machen nur den Anfehler, dass wir so quasi, wenn wir etwas als Stilfrage deklarieren, dass wir dem Ganzen so quasi eine sekundäre Bedeutung geben. Es können Stilfragen entscheidend sein, auch beim Untergang einer Demokratie. Den Leuten möchte ich alle empfehlen, einmal Geschichte zu lernen oder zu lesen. Wenn Sie sich anschauen, der Untergang der Demokratie, das war nicht nur gar nicht so sehr die Rechtsverletzung.
Ich meine, Weimar ist nicht deshalb verschwunden von der Landkarte, weil wegen der Rechtsverletzung. Genau das, was dann selbstständig war, ist, das Geschehen spielt sich dann außerhalb des Parlaments statt, nicht wahr? Es fällen jede Urteile und das geht natürlich in Verantwortungsbereiche rein, das muss man fairerweise schon sagen, die weit über die Politik hinaus, die weit über die, über den Politiker hinausgehen. Da kommen wir zur Rolle der Medien. Ich komme kurz, weil Sie eben von dem Untergang der Demokratie gesprochen haben. Wir haben, glaube ich, am Telefon damals über den US-Politikwissenschaftler Daniel Sieblatt gesprochen, der dieses Buch über konservative Parteien und ihren Stellenwert, ob ein Land in eine Diktatur abgleitet oder demokratisch bleibt, daran festgemacht hat, ob die konservativen Parteien stabil genug sind, um sich gegen rechtsextreme Kräfte zu wehren. Und wenn sie, und er hat eine Vergleichsstudie gemacht mit Großbritannien und Deutschland und auch anderen Ländern und hat eben festgestellt, es hängt nicht mit von den progressiven und den fortschrittlichen Kräften ab, es hängt von den konservativen Parteien ab. Und wenn die konservativen Parteien stabil sind und da eine klare Kante zeigen, dann gleitet man nicht in diesen Autoritarismus ab. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie stabil ist die ÖVP? Naja, schauen Sie, die ÖVP spielt hier natürlich schon eine besondere Rolle, glaube ich, eine wichtige und eine verantwortliche Rolle. Ich halte ja eigentlich immer weniger von dieser Qualifikation der politischen Parteien rechts, links und die Mitte. Weil alle sind die Mitte. Dass wir alle sind die Mitte. Alle behaupten, sie sind also die Mitte. Also die Mitte ist kein Orientierungsmerkmal eigentlich im eigentlichen Sinn für wirklich bürgerliche, traditionelle Politik oder was immer. Die ÖVP hat natürlich, glaube ich, schon durch die Koalition mit der FPÖ, die ja auch in den eigenen Reihen der ÖVP immer gelobt wurde, und das war natürlich eine ganz erhebliche, sie hat animiert zum Rechtsruck. Und das, was mich eigentlich, und das ist der Unterschied, muss ich sagen, zu dem früheren Erlebnis der ÖVP mit der FPÖ und der Schüssel. Ja, ich meine, ich habe mich mit dem Schüssel zum Schluss leider auch nicht mehr so gut verstanden, aber das war noch die klare Grenzziehung. Da ist ÖVP und da ist FPÖ, diese Identität. Das ist in 2017 dann eigentlich völlig verschwunden, sondern da haben sie gefühlt, der Kurz ist mit der FPÖ zusammengegangen, weil es hier eine Identität des Programms und ich sage, das ist jetzt ein schwerer Vorwurf, aber ich sage ihm trotzdem, das Geisting gibt. Genau das hätte man natürlich. Aber müsste es dann nicht eigentlich einen Exodus von ÖVP-Anhängern und Politikern geben, die das ablehnen, die sagen, wir haben diese geistige Gleichsetzung nicht? Schauen Sie, das ist deshalb schwierig, weil natürlich erstens einmal muss man ganz sagen, es gibt im politischen Bereich einige, die das Zusammengehen mit der FPÖ begrüßt haben, nicht weil sie jetzt so quasi ideologisch dort angesiedelt sind, sondern da hat natürlich diese jahrelange Frustration der Koalition zwischen Rot und Schwarz auch eine Rolle gespielt. Ich habe das selbst erlebt in den Schlussjahren meiner parlamentarischen Tätigkeit aus vielen Äußerungen und Gesprächen, die ich gar nicht zitieren will und kann. Aber wo also das ist, wo in der FPÖ, in ÖVP in weiten Teilen die Auffassung herrschte, die Roten gängen mal auf die Nerven, mit den Roten können wir nicht mehr. Das war so eine Art Grundeinstellung. Das auch von Leuten, die haben keine Sympathien für die FPÖ und ihre Rechtstendenzen gehabt, das nicht, ne? Sondern das war da. Das hat eine gewisse Rolle gespielt. Und das hat es, glaube ich, dann in dem Schlüssel natürlich auch möglich gemacht, im Jahr 2000, dann diesen Pakt mit der Regierungspakt mit der FPÖ einzugehen. Aber das ist eine völlig andere Situation gewesen. Nicht, ich finde, es gibt keinen Versuch mehr der ÖVP, sich als Kern einer vernünftigen politischen Mitte darzustellen. Nicht? Ich meine, absurd, wenn Sie dran denken, der Herr Blümel hat im Wiener Wahlkampf gesagt, rechts, aber mit Anstand.
Mhm. Nicht, und Deutschkenntnisse für den Gemeindebau. Worte, die man eigentlich heute gar nicht mehr verwenden dürfte, wenn man die Wirklichkeit sieht. Nicht? Also das ist, also ich glaube, dass dieses etwas Hinüberhängen der ÖVP zur FPÖ mehrere Gründe hat. Sie hatte immer, das weiß ich aus den Anfangszeiten meiner politischen Tätigkeit, hatte immer natürlich Leute, die noch wurzelnd in dem alten nationalen, deutsch-nationalen Denken immer dorthin tendiert haben. Ich habe manchmal Äußerungen gemacht, weil ich habe da immer eine relativ klare kritische Position bezogen. Wenn die dann in den Medien erschienen sind, kamen dann immer die Briefe oder Anrufe, ist das jetzt die neue Linie der ÖVP? Mhm. Nicht? Ich weiß auch, von wo die gekommen sind. Das waren die österreichischen Grenzregionen. Das können Sie alles nachvollziehen in einer sehr, wo das sei. Das gab schon immer, nicht? Und das ist, wie weit heute noch die Leute einem Antisemitismus verbunden sind. Vom Inneren her, das kann ich eigentlich gar nicht mehr. Ich hoffe nicht. Mhm. Möchte ich dazu sagen. Ich wollte eben, weil nur der Korrektheit halber kurz, weil Sie Josef Klaus angesprochen haben, dass der ja auch eine Vergangenheit hat, wo er in einer Studentenorganisation war, wo sie gegen jüdische Universitätsprofessoren mobil gemacht haben und auch sein Wahlkampf gegen Bruno Kreisky als antisemitisch gelesen wird, wo er gesagt hat, der echte Österreicher. Also selbst, also das ging eigentlich schon noch bis weit hinein. Naja, ich glaube, wissen Sie, dieses Plakat, das immer wieder zitiert hat, ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber es musste so verstanden werden, das ist mir schon klar. Aber die Zwischenkriegszeit war natürlich etwas anderes. Wissen Und auch, Entschuldigung, die Waldheim-Affäre. Da war der Kampf natürlich, Klaus kam aus der christlich-sozialen Bewegung, aus der christlich-Studentenschaft, da war der Kampf auf der einen Seite schon der Radikalen, da sind ja die Nazis, Neonazis schon aufgetreten, alle dort, nicht? Dann haben sie die Linke gehabt, die natürlich aber immer mehr verschwunden ist. Das war natürlich eine Gemengelage besonderer Art. Aber ich meine, Klaus selbst war über diese Sache, das weiß ich nicht, glücklich. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Wie? Haben Sie je mit ihm darüber, über diese antisemitischen Flecken der Biografie gesprochen? Nein, eigentlich nur. Er hat eine Biografie geschrieben, Macht und Ohnmacht in Österreich. Bevor die erschienen ist, hat er mit mir ein paar Gespräche geführt und da haben wir über das auch geredet. Also ja, ich habe das schon, ich meine, ich muss Ihnen offen sagen, das ist schwierig. Ich habe immer gesagt, du, ich weiß nicht, wenn ich damals in der Situation gewesen wäre, ich weiß nicht, wie ich mich entschieden hätte. Das ist, ob zwar ich noch nie einen Hang dort hinüber gehabt habe, das war... Mhm. Ich komme zurück ins Jahr 2021, weil Sie eben von dieser Annäherung gesprochen haben. Würden Sie die ÖVP eigentlich noch als konservative Partei bezeichnen oder schon als rechtspopulistische Partei? Naja, sie ist, wenn Sie wollen, sie ist so eine Kombination des Konservativen, könnte man sagen. Und zwar vor allem deshalb, weil das ist schon der Unterschied zu den Ländern. Es gibt in den Ländern sehr viele, die ÖVP auch noch anders sehen. Es wird ja alles durch die PR-Arbeit, die ja also professionell ist, die Regierung jetzt macht, auch von der Kurz und seinen Leuten zugedeckt. Aber ich weiß selber, ich meine, ich habe ja eigentlich meine Parteierfahrungen aus Tirol in den letzten 20 Jahren jetzt meine Alltagserfahrungen der Partei aus Tirol bezogen. Es gibt in den Bundesländern, vor allem also in den westlichen Bundesländern, schon sehr viele, die das alte Bild der ÖVP vertreten. Auch wenn sie da jetzt keine Revolte machen, aber die, glaube ich, wenn Türkis eines Tages die Farblehre verlassen würde, keine Probleme hätten, sofort jetzt als Schwarz wieder aufzutreten. Das ist auch wieder ein bisschen ein Problem natürlich, weil ich glaube, wissen Sie,
in dieser Zeit, und das zeigt sich jetzt in der Epidemie-Diskussion, dieses Zurück zur Normalität, ich habe was dagegen zurückzusagen. Weil ich möchte eigentlich in vielen Dingen nicht zurückgehen. Ja. Ich weiß, dass man hier vieles ändern muss und vielleicht sogar alles ändern muss, aber das Zurückgehen muss, und das ist, ich finde die Kritik von Neos, die Meinl Reisinger hat es gestern in einer Fernsehdiskussion gesagt, die verstehe ich schon, dass sie sagt, sie hat den Begriff Comeback-Vertrag. Mhm. Sie Comeback, das heißt alles, das ist, wissen Sie, und zwar jetzt nicht in der Frage, also was weiß ich, des Antisemitismus und so weiter, sondern auch in den politischen Strukturen, in den Entscheidungsmechanismus, in den Rollen, die hier in Österreich Sozialpartner spielen sollen, die Organisationen spielen sollen, nicht? Das ist, wir müssen, und das ist natürlich auch das, was der Kurz natürlich verstärkt hat in seiner Entwicklung. Österreich ist ein Parteienstaat, bitte. Man hat das früher immer mit manchen Vorbehalten diskutiert. Man sieht, es hat sich überhaupt nichts geändert. Mhm. Ich habe ja noch nie so eine schamlose Postenvergabe, die offen rein, wenn ich mir diese Diskussion um den Schmidt anschaue, von einem Infantilismus besonderer Art, kommunikativer Infantilismus ist der da stattfindet. Aber ohne Schamanteil. Also ohne Schamanteil. Also es sind dann, und wir kommen von der Zuordnung nicht los. Ich meine, wieso muss der österreichische Staatsbürger sich zuordnen lassen, entweder jetzt also türkis oder schwarz oder grün oder... Gibt es eigentlich, also was mich immer bei der aktuellen ÖVP gewundert hat, ist, wie stark denn das Check-and-Balance-System innerhalb der Partei ist? Also Sie sprechen von dem Widerstand in den Ländern. Und gelegentlich poppt er auch auf. Aber was eigentlich Kurz geschafft hat, mit dem, als er 2017 Parteiobmann geworden ist, war ja diese Generalvollmacht, die ja einen sehr autoritären Habitus hat, wo er sagt, ich bestimme alles, die inhaltliche Führung der Partei, die Listen, alles. Ja. Und dass man da eigentlich, also einerseits kann man das natürlich als Emanzipationsversuch interpretieren und sehr mutiges Leadership und gleichzeitig aber eben auch als autoritär natürlich. Nein, schauen Sie, das ist natürlich hat er kurz diese Änderung in der Partei ermöglicht, die ja so von allen oder so von vielen gelobt wird und offensichtlich verdankt er seine Mehrheit vor allem auch der Einstellung in der Bevölkerung, der uns die Mehrheit hält, diese Mehrheit hält, der muss unterstützt werden um jeden Preis. Ich meine, es ist natürlich sehr schwierig, in einer Demokratie einmal die Frage zu stellen, ist eigentlich das Argument, wir kriegen die Mehrheit und wir behalten die Mehrheit, wir gewinnen die Mehrheit, ist das legitim für alles, nicht? Gibt es diese Frage eben so Macht um jeden Preis? Ja, natürlich. Es ist die Frage Macht um jeden Preis. Und das ist, was ich heute fürchte. Ich glaube, dass die Binnensituation der ÖVP noch ein bisschen autoritärer geworden ist. Ich glaube nicht, dass die ÖVP als Ganzes eine autoritäre Partei geworden ist. Ob zwar natürlich die Spitze jeden Eindruck bestärkt, dass von oben alles gelenkt wird und eingegriffen wird, also von der Message Control angefangen und über diese ganzen Sachen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass natürlich es schwieriger geworden ist, dass sich auch kritische Geister innerhalb der ÖVP zu Wort melden, und zwar in einer Art und Weise, dass sie gehört werden und auch merkbar sind. Das ist das Entscheidende. Das, was wir brauchten, ist, dass man versucht, eine innerparteiliche Erneuerung herbeizuführen, in der wenigstens ein paar Elemente der demokratischen Selbstverständlichkeit, der Meinungsfreiheit, der Meinungsäußerungsfreiheit, der gegenseitigen Toleranz und so weiter selbstverständlich wird. Das ist im Augenblick nicht zu erwarten.
Sie haben in der Vergangenheit der ÖVP eigentlich schon sehr viel in Abrede gestellt, wofür sie einmal gestanden ist. Also sie betrachten sie nicht mehr als christlich-soziale Partei, auch nicht mehr als Europapartei, also worauf sie ja immer sehr stolz war. Was ist denn eigentlich noch übrig von ihr? Naja, Sie haben zwei Dinge angesprochen, die ich kurz kommentieren möchte. Thema Europapartei. Was mich wirklich also in meinem Inneren fast getroffen hat, ist die Tatsache, schauen Sie, dass jeder Staat in der Europäischen Union die Interessen seines Staates wahrnimmt, das ist auch verständlich, dazu sind wir. Aber was völlig verloren gegangen ist, und das gab es, wie weit es heute in anderen Staaten noch existiert, ist eine Frage, dass es bei all den Entscheidungen man gewusst hat, es gibt eine gemeinsame Verpflichtung zu Europa, es gibt etwas Gemeinsames, wissen Sie, an das man sich halten muss, das auch bestimmend ist und das letztlich auch meinen eigenen egoistischen Bedürfnisse regulieren sollte. Und das ist weg. Das findet seinen Ausdruck in vielen Formeln, eine ever closer Union, das wollen wir nicht mehr. Ja, das ist in der Zwischenzeit, das ist auch schon klar. Da tut Österreich überall mit. Das hat sich geändert. Zu Zeiten eines Schüssel war das nicht denkbar, bitte. Das muss man sagen. Der hat eine europäische Orientierung gehabt, die ganz klar war und die auch überzeugend war. Das ist weg. Also das, verstehen Sie, ein bisschen weniger Egoismus und weniger Populismus, mit sich zu hinzustellen und die EU überreguliert und tausende Richtlinien kern abgeschafft und dann stellt sich heraus, dass das ja von der Sache her gar nicht so stimmt und dass man da, also, und über die anderen Sachen, das mit dieser Impfstoffbestellung und so, das will ich gar nicht reden, das ist genau auf der Linie. Aber das trifft mich, weil ich geglaubt habe, ich lebe in einem Land, wo zumindest die Politik immer sagt, also ja, wir wollen manche Dinge anders haben, wir wollen hier ein bisschen mehr, ein bisschen weniger haben, aber wir bekennen uns zu dieser Gemeinsamkeit von Europa, die es geben muss. Das ist gar nicht da, das gibt es nicht. Und die zweite Frage war das christlich-soziale. Da bin ich, ich würde nicht sagen, dass die ÖVP das über Bord geworfen hat. Das Thema wird in der derzeitigen Partei halt nicht mehr diskutiert. Es gibt schon Leute, ich kenne sie selbst und habe ja mit manchen zusammengearbeitet, die auf diese Notwendigkeit hinweisen, wobei es mir, und das möchte ich schon zur Klarstellung sagen, nicht darum geht, dass man jetzt so quasi die großen Paradigmen der katholischen Soziallehre übernimmt und weiterführt. Die katholische Soziallehre muss natürlich auch immer ihre Zeitgemäßheit überprüfen, was sie in Ansätzen tut, aber nicht immer und überall tut. Und ich glaube aber, dass die katholische Soziallehre, die für die ÖVP ja lange Zeit ein sehr bestimmendes Element war, unglaublich viele Ansätze enthält, um sich mit der neuen sozialen Frage auseinanderzusetzen, die auf uns zukommt. Ich bin überzeugt, dass die Hauptfolgen der Pandemie sind natürlich im Wirtschaftswachstum, aber die werden in der sozialen Frage sein. Und zwar in den sozialen Fragen, die damit verbunden sind. Und das ist, ich meine, das ist das, und auf das müssen wir sie vorbereiten. Und da kann man, das halte ich für sehr wichtig. Ich meine, das allein war nicht für mich der geistige Pol der ÖVP. Ich habe auch immer in der ÖVP, trotzdem ich diese, immer mehr die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Sozialen Gerechtigkeit in den Vordergrund stellen muss. Das ändert sich bei mir auch in der persönlichen Einschätzung. Aber ich habe natürlich den Wirtschaftsliberalismus, den die ÖVP vertreten hat, die ÖVP, er war ja nie das, was Neoliberalismus ist. Wissen Sie, das ist auch ein bisschen einfach zu sagen, das ist alles näher. Die ÖVP war nicht Neoliberalismus. Aber sie hat liberale Elemente gehabt, sie hat irgendwie eine Beziehung zum Markt und zu ihren Positionen. Gut, und das und eben das Treten nach
unten und alle quasi die Sozialhilfe beanspruchen als jene, die in der sozialen Hängematte liegen. Ja, also das ist natürlich schon so ein Gedanke, aber wir waren ja, wenn Sie sich die Geschichte anschauen, bitte, wir haben ja die ganzen Wirtschaftsgesetze, Marktordnungsgesetze, die ganze Agrarwirtschaft war ja, bevor wir zur EU gegangen sind, war ja eine regulierte, das war nicht der freie Markt, bitte, den Sie uns gegeben haben. Also wir waren so eine Mischung da, aber das habe ich durchaus, das habe ich durchaus positiv durchaus positiv empfunden. Ich wollte, weil es eben nur weil, zum christlich-sozialen kurz zurück, also weil das ist die eine Debatte, das andere ist schon, was aufgefallen ist in den vergangenen Jahren, ist dieses politische Christentum, das die ÖVP sehr stark propagiert in letzter Zeit. Also wenn wir uns erinnern an Adventgebete im Parlament, die dann über die Parlaments-Homepage gescreent werden, dass Sebastian Kurz von einem evangelikalen australischen Priester da in einer Halle gesegnet wird und man ist dankbar, Gott dankbar, dass der ihn mit so viel Weisheit begünstigt hat. Und auch die Ausdrücke, die Kurz verwendet. Also er spricht ja nie beispielsweise von Umwelt oder Klima, er spricht ja immer von der Schöpfung. Also für mich klingt das nach politischem Christentum. Ich weiß nicht, wie Sie das einordnen. Ja, also ich würde es nicht als politisches Christentum ansehen. Ich meine, wir haben ja, Österreich ist ja geprägt von der Tradition des politischen Katholizismus. Mhm. Das gibt's nicht mehr. Also dass die Pfarrer selbstverständlich immer von der Kanzel Politik machen. Das gibt's also in dieser offenen Form sicher nicht mehr. Im Gegenteil, die Kirche steht ja, das wissen wir alle, in einem schwierigen Prozess auch des Rückzugs in vielen Bereichen. Das, was Sie als politisches Christentum bezeichnen, das ist für mich Event. Bitte, das ist nichts anderes Event. Ich verwende den Begriff Event nicht für religiöse Veranstaltungen, aber in dem Zusammenhang muss ich es machen. Nicht diese Sachen mit dem Frühstück. Schauen Sie, ich kenne das alles. Da gab es das Prayers Breakfast von den Vereinten in den Vereinigten Staaten. Ich habe selbst dort vor Jahrzehnten teilgenommen. Das sind alles Dinge, die sich entwickelt haben, die man aus der amerikanischen Diversität der Religionsgesellschaften, des Evangelikalismus heraus erklären muss, auch aus der Tatsache, dass die Trennung von Staat und Kirche in der Verfassung ja vorgeschrieben ist. Das ist ja auch ein Paradoxon in Amerika. Und trotzdem sind die Verbindungen viel, 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 viel stärker. Also ich halte das für eine etwas, verzeihen Sie, etwas naive Imitation das Amerikanische. Von anderen Dingen. Ich meine, was ich mir vorstellen kann, dass es in Österreich, und das obliegt den politischen Parteien, jeder einzelnen Partei, einen Dialog mit den Religionen gibt, das halte ich für wichtig. Das aber hat mit sie, allen. Das ist die Änderung des Säkularisten, das ist die säkulare Gesellschaft, die halt allmählich entstanden ist. Das ist ja von sehr schönen, von großen Wissenschaftlern auch sehr schön beschrieben worden, dass die keineswegs zum Verschwinden der Religion führt, sondern dass es hier also Religionen gibt, nur es gibt andere Formen, es gibt der Kooperation, des Dialogs. Man muss die Vielfalt der Religionsgemeinschaften zur Kenntnis nehmen. Das ist ein schwieriger Prozess, weil ich natürlich auch nicht dafür bin, dass jede Sekte dann den Status einer gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaft kriegt. Das will ich. Aber das ist völlig anders und das ist eine Frage des Vertrauens. Wenn eine Religionsgemeinschaft weiß, dass sie in der politischen Ebene Partner hat, mit denen sie reden kann über ihre Probleme, die sie verstehen wollen und die sich auch darum kümmern, das heute viel, mir wäre diese Art von Dialog, von offenen Dialog viel lieber als diese Eventkultur. So. Als diese Eventkultur. Das ist natürlich stehen das, die Parteien haben alle ein Problem. Das ist die, ich glaube, dass die klassische Form der Weltanschauungspartei heute nicht mehr diskutiert besteht. Und dass aus dieser Tatsache auch ist entscheidend, dass die Religionsgesellschaften natürlich alles ändern müssen. Ich meine, wir haben das in Österreich alles erlebt. Sie erinnern sich noch, Kardinal König und
vom österreichischen Gewerkschaftsbund, nicht wahr, diese große Versöhnungsgeste zwischen Kirche, katholischer Kirche und Gewerkschaftsbund. Das war in Österreich ein zum Teil schmerzlicher, aber sehr weiser Prozess, der durchgeführt worden ist, mit sehr viel Augenmaß. Aber das ist alles nur der, wissen Sie, der Gag, dass also kommen sie jetzt zusammen und sitzen dort und, Also es hat keine Grundlage mehr. Also es gibt eben, wie Sie gesagt haben, es ist keine Weltanschauung mehr in der Hinsicht. Nein, es ist für mich eine Frage einer religiösen Show bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, wir kommen schon ein bisschen zum Abschluss unseres Gesprächs, weil ich mir auch auf die Frage stelle, wie stark es mit der politischen Kultur auch im Land zusammenhängt, dass die Wählerinnen und Wähler beispielsweise noch immer das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht verlieren aufgrund von gewisser Rhetorik, gewissen politischen Stils und Korruptionsvorwürfen. Also wie kann es gelingen, dass wir mündige Bürgerinnen und Bürger haben, die sich sehr wohl, also unabhängig davon, wie sich die Politiker und Parteien verhalten, dass sie die roten Grenzen einfordern? Also wenn sie merken, dass ein Politiker sich nicht angemessen in einem Untersuchungsausschuss verhält, zu sagen, okay, danke, dich wähle ich nicht mehr. Oder wenn ich merke, dass gewisse Parteien gegen Personen hetzen, dass sie sagen, nein. Weil das passiert ja nicht. Naja, wissen Sie, es gibt eine Entwicklung, mit der habe ich mich schon mehrfach beschäftigt und beschäftige mich jetzt auch gerade wieder, die nicht uninteressant ist und die vielleicht hier doch einiges ändern kann. Es gibt in der Gesellschaft eine Bewegung, die doch versucht, in verstärktem Maße Bürgerinnen und Bürger als Individuum in Prozesse hineinzubringen. Mhm. Das wird bezeichnet, Sie wissen das eh, mit dem Begriff der Zivilgesellschaft. Das ist aber zu wenig für mich, nicht? Es gibt beispielsweise, also wir haben das bei der Entwicklung des Volksbegehrens schon bemerkt, das ist, wo also der Einzelne reden kann, wo es gab unlängst ein Gesetz, ich weiß jetzt nicht, welches das war, wo es ein öffentliches Begutachtungsverfahren gegeben hat, wo nicht nur die Verbände eingeladen worden sind, sondern das sind, glaube ich, ich weiß nicht wie viel, 102. Aber wissen Sie, dieses, auch dass der Einzelne in einem stärkeren Kontakt in das Parlament hineintritt, da gibt es Ansätze, das ist gar keine österreichische Erfindung, sondern das wird in anderen Ländern zum Teil diskutiert. Und da gibt es in Österreich auch Bemühungen, solche Entwicklungen zu verstärken. Wissen Sie, dass man, das würde bedeuten, dass man diese repräsentative Demokratie jetzt nicht in eine direkte umwandelt, aber dass man so quasi die Elemente von einer direkten Mitbestimmung vergrößert. Das ist ein lang schwieriger Prozess und der löst natürlich die Krisenerscheinungen, die wir in der repräsentativen Demokratie haben, nicht. Ich meine, Warum stellt sich immer die Frage, wer hat die Zeit und die Ressourcen und die Energie, bei sowas mitzumachen? Das ist natürlich das Problem, wer hat die Zeit, wer hat die Ressourcen. Sie brauchen natürlich auch Leute, die viel wissen und die viel Gespür haben, wissen Sie, weil das ist, Demagogen, die mit der Fahne auf der Straße schreien und schreien, die bringen mir nichts, genau, auch wenn sie überzeugend sind. Genau, deswegen gibt es so viele Fans unter Rechtspopulisten der direkten Demokratie in der Schweiz. Ich meine, das ist es ja noch dazu, wo die Grenze dann zwischen Extremismus und denen, die mit einer Vernunft dort stehen und protestieren, unsichtbar, also nicht mehr zu erkennen ist. Aber wie würde man ein bisschen kurzfristig es schaffen, dass die Leute, vor allem jetzt auch in einer Pandemie, das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht verlieren? Naja, ich glaube, man sollte, also eines geschieht, und da bin ich selber involviert in manche Dinge noch, die Menschenrechtsdiskussion hat eine immer breitere Basis. Das glaube ich, das ist gut, wenn man sieht, also wenn ich daran denke, bitte,
in meiner Zeit, als ich studiert habe, war die Menschenrechtsfrage ein Problem der Juristen im Studium. Mhm. Sonst hat sich nie mehr gegeben. Heute gibt es doch also breite Auseinandersetzungen. Ich glaube auch, daher unterstütze ich alle Bemühungen, die so quasi auf Menschenrechtspolitik, Erziehung zu Menschenrechten zielen hin. Da gibt es interessante Vorschläge, die man und dann muss ich eines sagen, ich schöpfe meine Hoffnung nicht aus denjenigen, die schon resignieren und die den österreichischen Fatalismus heute noch weiter pflegen, sondern aus jungen Leuten. Ich habe, und ich glaube, das hat sich eigentlich nicht geändert. Ich habe eine sehr gute Erfahrung gemacht, wie ich noch an den Universitäten war. Ich habe sehr viel an österreichischen Mittelschulen auch Vorträge gehalten über die EU, aber nicht nur über die EU. Da saßen dann dort die 16-, 17-, 18-Jährigen. Und diese Diskussionen haben eine Erfahrung gebracht, die ganz klar ist für mich. Wenn sie einen Lehrer hatten, der sie auf das vorbereitet haben und der sie animiert hat, waren das großartige Diskussionen. Wenn das nicht der Fall war, sind sie eingeschlafen. Ich fast auch. Aber das ist eine Hoffnung. Man darf nicht aufhören. Das wird bei uns alles, wissen Sie natürlich, ich kann den Begriff politische Bildung auch kaum mehr hören, weil der immer beschworen wird, wann immer das Geschichte eigentlich nicht ist, was man tun sollte. Zumindest ja, ist das die Hoffnung. Ja, aber wenn es gelingt, diese jungen Leute dafür zu animieren und dann auch in irgendwelche Vereinigungen und Organisationen zu bringen, die sich diese Aufgabe stellen, das ist schon, sie brauchen nicht die ganze Gesellschaft drinnen, die ganze österreichische, aber wenn sie da so Stützpunkte haben, die das ausstrahlen und die letztlich auch, das ist natürlich aber ein Prozess, bei dem die Politik auch mitnehmen muss. Deshalb habe ich ja den Bundeskanzler Kurz so kritisiert. Man kann natürlich sagen, das sind juristische Spitzfindigkeiten. Ich habe selber im Leben erlebt, wie man mit juristischen Spitzfindigkeiten auch argumentiert hat und so. Aber das kann ich als Repräsentant einer Republik nicht sagen. Weil das ist genau das, weil die Leute sagen, das ist den Rechtsstaat. Der Rechtsstaat, oder verlangt den Rechtsstaat und das sind eh lauter Spiel. Verstehen Sie? Das ist genau diese Zone des Empfindens, des Gespürs, die man haben muss, wo man mittun muss hier. Nicht? Vielen, vielen Dank, Herr Neisser, für das Gespräch. Ich habe mich extrem gefreut und sehr viel gelernt und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer genauso. Danke. Ich bedanke mich auch sehr. Danke vielmals. Das war's wieder mit Ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Zum Abschluss gibt es noch eine Empfehlung meinerseits, und zwar den Eurovision-Podcast Merci Chérie. Mit Marco Schreuder und Alkis Lazakakis. Viel Spaß beim Zuhören. Missing Link.